In der letzten Juliwoche hat die Betriebsleiterin Irene Reichen einen speziellen Gast in der Kulturmühle Lies begrüßen, der Fernsehkoch Ivo Adam. Das Besondere? Er ist ihr Sohn und zusammen mit den Gebrüdern Baumann hat er die Flap Art präsentiert. Ihr kennt sicher alle die Anzeigetafeln, die ihr sicher von den Bahnhöfen her kennt. Und die Idee war eigentlich ursprünglich, wenn du immer so am Bahnhof gesehen, 50 Minuten Verspätung oder Sektor, irgendwie zweite Klasse, Sektor B. Irgendwie hat ihn das inspiriert, um zu sagen, können wir da nicht irgendwie etwas machen? Können wir da nicht eine andere Geschichte erzählen als einfach die Bahnhofgeschichten, oder? Und das war eigentlich eine ursprüngliche Idee gewesen. Das ist dann kombiniert worden, dass man gesagt hat, man macht ein Bild und probiert in diesem Bild das zu integrieren. Das ist natürlich noch relativ schwierig, weil die sind relativ tief. Hat man da ein bisschen umbauen. Und nachher ist zudem noch gekommen, okay, wenn man jetzt da noch ein Kochbuch dazu nimmt vom Ivo und das alles zusammen tut, dann gibt es eben am Schluss das. Dann hast du mal zu den SBB recherchieren, die Fallblatt anzeigen, machen. Schauen, wie geht denn das? Dass, wenn das Bild fällt, dass das Nachbarbild genau das ist, was muss sein und nicht etwas anderes. Und dann haben wir eben so Bögen gedruckt. Zum Beispiel hier ist die Schweizer Geschichte. Das ist wie das auf Bögen gedruckt. Eine Vorderseite und eine Rückseite. Dann muss es natürlich sehr genau geschnitten werden. Und nachher werden die so zusammensortiert und nachher rein montiert. Also sehr oft geht es darum, dass man Sachen kombiniert, die existieren, und plötzlich sagt man, wow, das ist ja unglaublich. Und Flappart, wenn wir ein bisschen in die Richtung, das ist eigentlich das, was wir machen wollen. Und nachher haben wir einen Ball drauf gehabt, spontan Spaghetti, das auch noch falsch geschrieben. Und dann haben wir mal setzen lassen und nachher ist es wieder mal ob sie kommen, ja, Spaghetti, ein Kochbuch, das wär's noch. Und dann haben wir eine Vernissage in Zermatt, im Heinz-Julen, und dort hat der Ivo Adam gekocht. Und so sind wir mit ihm in Kontakt gekommen. Schlussendlich, was mich hat beeindruckt am jetzigen fertigen Bild, ist, jedes ist ein Unikat. Also es gibt jedes Bild nur eines und es gibt nur 20 Bilder. Und die Rezepte, die drin sind, die sind prinzipiell bei allen die gleichen. Das ist das Gleiche. Aber auch jedes ist wieder anders angemalt. Und das selber ist eigentlich das Schöne heutzutage, wenn man etwas machen will, wo man Sachen machen, die einen gewissen Wert haben, eine gewisse Wertigkeit haben und wo man eine Geschichte erzählen kann. Vielleicht noch ganz kurz technisch. Die Flaps, die Einheit, die hat 40 Seiten. Und das System ist im Prinzip, wie ihr es vielleicht manchmal kennt, von Wecken, dass sie einfach so Flaps so runterfallen, oder? Und von denen hat es 40 Stück in so einer Einheit. Wir haben zwei Versionen. Wir haben manuelle und elektrische. Die hier so ein Handrad haben, die sind manuell. Also das ist ein richtiges Bahnhofgefühl, wenn man da dreht. Und die elektrischen, die haben einen Prozessor drin, wo im Prinzip einen Timer hat, der sagt, wie schnell die sollen fallen. Bei der Zusammenarbeit mit dem Ivo Adam hat man sich dann entschieden, Rezepte auf diesen Flaps aufzudrucken. Daraus ist eine Serie von 20 entstanden. Opus 1, wie die Künstler sie nennen. Und sie ist endlich. Denn die Flaps sind ursprünglich an den Bahnhöfen gehangen, sind austauscht worden mit LCD-Anzeigen und werden so nicht mehr hergestellt. Das hat auch der Seeländer Kochprofi gereizt, bei diesem Projekt von Frank und Philipp Baumann mitzumachen. Das, was ihr jetzt hier könnt, sehen könnt, das sind 16 Rezepte rund um meine Entstehung von klein bis gross. Also es hat übermittelte Rezepte von der Grossmutter, es hat übermittelte Rezepte von einem Besuch in Italien, wo ich ein Gnocchi-Rezept von der Nonna habe bekommen. Es hat ein Rezept vom Restaurant, zum Beispiel Salatsauce, wo alle fragen, oh, darf ich das Rezept von der Salatsauce? Also wir kochen da nicht ein 7-Gang-Menü oder eine molekulare Hochkunst, sondern wir sind zurück zu der Basis. Und wer eines von diesen 20 einzigartigen Kochbüchern erwirbt, bekommt neben dem Autogramm von Ivo Adam auf einer alten Kochbluse auch eine Handynummer, wo man den Profi kontaktieren kann, wenn man mal ein Problem am Herd sollte haben. Mehr Infos zu diesen Werken findet man auf ivoadam.ch oder flapart.ch. Und übrigens, der Ivo Adam wird am 3. September in der Live-Sendung SRF bei den Leuten in Arlberg zu sehen sein.